Gott, Leute, Junge, wie nice war einfach mal diese Folge. Jin und Mira haben ja ihren nächsten Kampf, das wissen wir. Doch in der letzten Folge bekam ja Jin eine Nachricht. Und da stand hier drauf, dass mit einem Bild, dass sein Großvater halt gefangen genommen worden ist und er da hingehen sollte und ihn halt retten kann. Und ist ja klar, dass er auch dahin fährt sofort. Diese Folge war wirklich unnormal, echt jetzt. Also hier ist viel geschehen. Sehr viel, wo man echt noch fragt, Alter, was geht jetzt noch ab? Jedenfalls halten wir natürlich fest. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, Jin ist auf jeden Fall losgefahren und wirklich, ihn tat es halt weh, erstmal das zu machen, bevor er zum Turnier bzw. Mira und den anderen was Bescheid geben kann. Aber er ist sofort losgefahren und wollte seinen Großvater retten bzw. helfen. Hier war es dann so, dass Mira den ersten Kampf schon mal begonnen hat und Han, der eh suspendiert worden ist für diesen einen Kampf, soll halt natürlich nach Jin suchen. Erstmal war Miras Kampf übertrieben nice. Also sollte man wirklich sagen, das hatte schon etwas richtig Geiles gehabt. Und ein Typ, der halt komplett aus Muskeln besteht, gefühlt, also wirklich, ist ihr Gegner. Doch das Krasse war halt eher, dass er gegen Mira ihren Schwert benutzt hat. Also dieses eine Schwert, das ja von den Nox-Leuten geklaut worden ist. Hier ist der Fakt gewesen, dass dieser Typ aber die wahre Kraft des Schwertes nutzen konnte. Also dieses hölzerne Schwert verwandelte sich plötzlich in ein richtiges, normales Schwert mit einer Klinge. Und irgendwie dieses Yin-Yang-Zeichen-Dings. Was voll cool war. Da kann man natürlich sagen, dass auf jeden Fall Mira es schwierig hatte. Zudem kommen wir auf jeden Fall mal zu Jin. Jin wurde aber reingelegt. Indem er seinen Großvater schwer verletzt auf dem Boden sah, war das nur eine Fälschung, die explosionsartig deswegen auch hochgegangen ist. Jin hat es aber mit Verletzungen überlebt. Doch dort war halt dann ein Typ, der natürlich zu Nox gehört, doch vorgestellt hat er sich nicht wirklich. Aber der Punkt ist hier nämlich, dass die beiden gekämpft haben und das ging richtig ab eigentlich. Der Typ hat so gesehen eine Technik gehabt, die sich Doppelgänger nennt. Daraus kann er viele Nachbilder von sich selber erstellen, die halt dann auch gegen Jin kämpfen. Also es waren wirklich ein Haufen voller Doppelgänger, die Jin erstmal besiegen musste, nachdem er durch eine Explosion auch noch überlebt hat. Das ist schon krass. Auf jeden Fall war es dann so, dass ein Haufen von diesen Doppelgänger auf Jin losgegangen ist und so sind die halt alle runtergefallen, also irgendwie noch weiter runtergefallen und dort sah er halt wirklich, was halt eben los ist, was die Wahrheit eben gerade ist, denn die Gegner, die Jin und Mira im aktuellen Turnier antreten müssen, sind in Wahrheit tot, deren Leiche liegen einfach mal vor Jin, alle drei Leichen liegen einfach mal da. Und diese, die gerade im Turnier sind und gegen die Jin und Mira halt eben kämpfen müssen, beziehungsweise Mira gegen die eine Person natürlich kämpft, das sind einfach irgendwelche andere Leute, die einfach deren Identität geklaut haben. Jin wurde aber danach auch wirklich sauer, also so richtig sauer, und benutzte so eine Technik, damit er halt so keine Schmerzen mehr spüren kann. Hat super funktioniert. Was auf jeden Fall bedeutet, diese beiden haben richtig gekämpft, aber da gab es einen Cut. Han hingegen, der ja eigentlich nach Jin suchen sollte, kam nicht dazu, sah auf dem Klo diesen einen grünhaarigen Typen aus der 7. Folge, dann erinnert sich ja bestimmt noch. Der war K.O. und wurde halt von so einem Mädchen angegriffen. Sie ist aber auch eine Teilnehmerin aus diesem Turnier und gehört halt zum gleichen Team wie die von Jagal. Und die ist stark. Die hat schon Sachen drauf. Ist aber auch irgendwie komplett durch mit ihr Leben. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwas ist mit der los. Keine Ahnung. Han kämpft ihn nicht wirklich gegen sie. Den, naja, er hat keinen Bock drauf. Der hat sie nur auf den Boden gebracht. Ja, ich würde mal sagen, mit Gleichgewicht sie runtergezogen. Also mehr war da eigentlich nicht. Und das hat sie irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht. Sie war irgendwie dann anders. Kann man nicht genau erklären. Han hat auf jeden Fall diesen einen grünhaarigen Typen geholfen. Und aus heiterem Himmel kam dann dieses Mädchen und küsste Han einfach. War schon ein bisschen witzig, aber ich weiß auch nicht, was man davon halten sollte. Irgendwie, vielleicht ist sie einfach nur so aus Mädchenhaftigkeit. Das kann ja sein. Kann man ja nicht anderes sagen. Aber Jigal tauchte ebenfalls auf. Natürlich vor Han. Und das ist richtig interessant eigentlich. So wie es auch aussieht, wollten die ihren Gegner so schon erledigen. Man muss sich natürlich vorstellen, Jigal wäre auf jeden Fall eine dieser Personen, die auf jeden Fall deren nächsten Gegner einfach so umbringen würde. K.O. machen würde, sodass die da natürlich automatisch weiterkommen. Das kann man sich gut vorstellen. Ist machbar. Mira hat es aber übertrieben schwierig im Kampf gehabt. Natürlich teilte sie gute Angriffe aus, aber sie wurde oft getroffen, sehr oft. Ihren Gegner konnte sie sogar so wegschlagen, dass sie sogar einmal ihren Schwert zurückkriegen konnte. Doch dieses Schwert sucht sich seine Meister also eigentlich aus und dieses Schwert kehrte demnach auch zurück zu seinem Meister. Wenn er halt in einen fremden Händen fällt, kehrt er automatisch zurück, was eigentlich ganz cool ist. Natürlich erfährt Mira auch die Wahrheit, wie das alles hier jetzt so abläuft, wo Jin ist, was mit ihm passiert ist und was wirklich so gerade am Laufen ist ja eigentlich. Aber als es dann für sie fast zu Ende war,
war sie wohl bereit aufzugeben. Naja, fast. Doch sie wollte weiterkämpfen. Sie will gewinnen, das merkt man ja an. Also, sie ist nicht wirklich bereit, hier zu verlieren. Dann sprach halt irgendjemand zu ihr und fragte sie, warum sie einen Wunsch hat. Mira erklärte dieser Stimme, dass sie stärker werden will und auch ihre Ziele erreichen möchte und so weiter. Und quasi gab diese Stimme Mira dann auch ihre Stärke, also eine neue Stärke. Und dazu bekam sie erstmal ihr Schwert zurück, sprich das Schwert, das sie erwählt hat danach. Und ja, verdammt Leute, Mira kann ein Chakra-Deck auf jeden Fall nutzen, der nämlich Lü Bu Feng Xian heißt. Und optisch kann man halt nicht viel sagen, dass an ihrem Kopf halt irgendwie solche Dinger irgendwie sind. Ich kann nicht genau sagen, was das ist, aber hat was, ja, hat wirklich etwas, muss man ja schon sagen. Aber durch die Stärke konnte sie auf jeden Fall locker diesen Kampf gewinnen, was für sie dann kein Problem mehr war. Vorbei war es aber noch nicht, denn Jin tauchte ebenfalls noch zur letzten Minute ganz pünktlich auf und dann ging es halt noch anders krass ab. Jin hat einfach rasiert, Leute, komplett. Man sieht ihn sofort an, dass er wütend ist. Der hat seinen Gegner komplett fertig gemacht. Der kam nicht mal dazu, Jin einen Schlag rauszuhauen. Der konnte nicht mal Jin berühren, Leute. So krass ist Jin gerade abgegangen. Aber indem natürlich Jin seinen Gegner mit Schlägen fertig gemacht hat, so sah man auch, wie Jin halt auf der gleichen Art und Weise diesen einen Doppler-Typen besiegt hat. Was ich ziemlich cool fand. Also alles, was hat Jin hier durchgezogen hat an Kämpfen, an Techniken, hat er auch gegen den einen Typen eingesetzt. Und das hat man so abwechslungsreich im Anime-Folge gesehen können, was wirklich nice war. Und genau genommen war es auch so, dass dieser Doppler-Typ ebenfalls nicht viel machen konnte. Der wurde einfach besiegt, wirklich. Jin hat aber damit diesen Kampf auch gewonnen und somit sind die aber auch eine Runde weiter. Es wird aber auch wirklich immer interessanter, was man hier wirklich immer wieder bekommt. Ehrlich, Leute, es macht unnormal Spaß. Es heißt auch, dass zum Beispiel Jins Großvater derjenige war, der sogar die The Six besiegt hat. In Alleingang. Das ist schon abgedreht. Und auch diese Six wissen, dass Taejin etwas Starkes großgezogen hat. Die Folge war einfach nur, wow, wirklich unnormal gut. Und jetzt mal ehrlich, halten wir auch mal Mira Shadyak wirklich feste. Wenn man natürlich mal den Namen Lü Bu googelt, dann steht halt im Beispiel auf Wikipedia drauf, dass Lü Bu ein chinesischer General war. Aber das, was im Großen und Ganzen auf jeden Fall klar gemacht worden ist, Lü Bu war in Wahrheit auch sehr brutal. Und auch gerne hat er den einen anderen betrogen. Was man auch sagen kann, im Beispiel, dass es seiner Verbündeten wirklich in den Rücken fiel. Mal sehen, was aus Mira irgendwann in der nächsten Zeit passieren könnte. Also, da könnte man schon gespannt sein. Also, irgendeine Bedeutung kann das ja wohl haben. Warum auch immer sie natürlich dann halt eben diesen Typen bekommt. Also, an Chakrik oder Shadik, keine Ahnung. Kann ja alles bedeuten. An sich, Leute, wie gesagt, die Folge hat mir unnormal gut gefallen. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Folge gefunden habt. Und je nachdem kann ich Ihnen auch sagen, wenn ich noch diese Review gefallen hatte, würde es mich hier auf jeden Fall mal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und hier links kannst du mir gerne ein Abo da lassen.